Am Moment ist der grosse Trend für auf Instagram Focaccia mit einem Blumenmuster zu machen. Und du willst mal mir heute einfach auch rein. Für mein Focaccia brauche ich Brotmehl, Hirf, Semolina und viele farbige Sachen für Deko. Und für zu backen brauche ich natürlich Mehl. Mit der Teilchen aus ein Extraktmehl, das ist Brotmehl. Und die musst du im Park gucken, dass entweder T1050 drauf steht, bei den Deutschen oder Lützebäuer Marken, oder bei den französischen Marken steht T110 im Park. Okay, da könnte nur noch Semolina dabei. A Semolina ist Grieß oder Semul und das hat ein ganz bisschen wie eine grobe Textur wie Mehl. Und das gibt der Focaccia dann nur ein bisschen wie Biss. Und da könnt auch noch einen Teelöffel Salz dabei. Und da präpariere ich mit flüssigen Ingredienten. Schön hei ein Cube hier. Und die kriegt in der Zwischenzeit ja mal gemeint, ja, im Supermarché. Das war ja am Anfang vom Lockdown komplett unmöglich zu kriegen. Und da ist es überall so. Ich brauche einen halben Kühlpfeil halt hier. An den lesen ich nur mit ein bisschen wortlichem Wasser ab. Und wenn etwas abgelesen ist, dann gebe ich noch den Rest Wasser dabei. 250 ml am Ganzen. Und dann könnt ihr noch ein Pulz Zucker und noch Olivenöl dabei. Und das könnt dabei die drischen Ingredienten und da kann das ganz geknirrt gehen. Und das geht am einfachsten mit einer Maschine, aber ihr könnt natürlich auch mit den Händen machen. So, und der Deich ist richtig gut, er passt gar nicht mehr. Da kann ich zu einer Bull formen und da kann er rasten. Auf hier sind kleinen Mittelsrast, könnt ihr ihm zurück an die Schüssel. Ich mache ganz ein bisschen Olivenöl dran, für das er nicht passen bleibt. Und da geht er nach zugedeckt. Und da kann er nur eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen, bis er sich ungefähr verdoppelt hat. So, da gucken wir mal drin. Ne? Oh, das ist wirklich ganz schön aufgegangen. Und gesagt, dass er so richtig bouncy ist. Und das heißt, dass er pratt ist. Okay, da kann ich nur ein Backblech mit ein bisschen Semolina füllen. Und da kippe ich mein Deich da drüber. Und da kann ich nur mit den Händen so auseinanderziehen, dass ein Backblech füllt. So, hallo aus Magically heimt mal ein Backblech mit lauter schönen Ingredienten für Dekoration abgetaucht. Haha, super. Okay, also schön hei. Unter anderem Oliven, schön Tomaten, schön lauter Kräuter aus dem Garten, Romarin, Rotön und auch ganz schön farbig Poivron. Zwei alle Farben, ich noch nie gesehen gehabt, die mir gefallen. Und mit denen werde ich hier so eine Blumenlandschaft auf meiner Focaccia machen. Schön zum Beispiel hier Romarin aus meinem Garten und da sind noch Blumen drin gewischt. Und das fand ich ganz schön. Und die lehne ich da mal als echt innen hin. Und dann habe ich auch noch Bratzeln am Garten. Und die haben die kleinen Blumen schon drin. Und die werden auch noch ganz schön halt drauf ausgesehen. Was habe ich dann noch schönes Hai? Ein paar Loriesblätter hatte ich noch gefunden. Und ein kleiner Hack. Und da schneide ich mal noch ein paar Poivronstreifen drauf. Und dann mache ich aus denen so einen kleinen Blumen. Und dann noch pure Oliven. Und
noch ein kleines Tomate. Oh, und da fand ich das jetzt schon ganz schön ausgesagt. Okay, das kann dann nur für 25 Minuten gebacken gehen. Und ich setze noch eine kleine Schüssel mit Wasser in an das Schäfchen, für das es oben drauf gut grubsig geht. Oh, das sieht doch so schön gehen. Guck mal. Ich meine, der Toten, das werden da viel von ihr Schnur machen. Na ja, da kocht weiter daheim, aber bleibt gesund.